Jo Leute, da sind wir wieder bei Minecraft. Hier ist unser Freund, der liebe Creeper. Hallo Creeper. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Creeper. Hast du gut geschlafen? Oh, der hatte wohl was Schlechtes gegessen. Zumindest hat er uns jetzt hier ein bisschen Sand freigeschaufelt. Das ist ganz lieb vom lieben Creeper. Ja, alles in dieser Welt ist... Irgendwie sieht das behindert aus, von außen. Aber von innen wiederum sieht es einfach, naja, nicht schön aus, aber halt, ja, dem Zweck entsprechend sieht es aus. Was machen wir hier? Ein bisschen Glas und Pfeile haben wir noch. Und das ist gut soweit. Hat hier noch was? Ein paar Clean Stones. Dann hier noch ein bisschen Wolle rein. Ja, ich weiß, ich sortiere die Sachen wirklich sehr gut. Kohle, das behalten wir erstmal. Was wollte ich sagen? Und zwar habt ihr schon bemerkt, dass manche Gebäude von innen einfach hässlich aussehen. Also von außen sehen sie hässlich aus. Zum Beispiel wie dieses Gebäude. Sieht es nicht wirklich schön aus, auch wenn ich es etwas besser dekoriert hätte oder so, es sieht nicht wirklich schön aus, aber wenn man drin ist, dann ist es halt irgendwie so klein, aber von außen sieht es einfach so groß und klopsig aus und ich weiß nicht. Das ist das Einzige irgendwie, was mir an Minecraft nicht gefällt, dass es der Eindruck oder Anblick von außen täuscht schon extrem, denn ja, von innen sieht es halt anders aus. Hier sind noch ein paar Schafe. Oh, ich habe völlig vergessen, dass ich hier Eisen habe. Sehr schön. Ihr glaubt es mir vielleicht nicht, aber das wird mein allererster Barren Eisen sein, den ich in meinem ganzen Minecraft-Leben bis jetzt halte. Und, schaut ihn euch an. Seht ihr? Dann seht ihr es auch, das ist mein allererster Eisenbarren. Die anderen, ach ja, die Achievements habe ich nicht gelöscht, aber waren ja nur ein paar irgendwie, als man die Workbench erstellt hat, ein bisschen Holz abgehackt hat, hat man ein paar Achievements bekommen, aber sonst eigentlich auch nicht. Wir machen noch ein paar Clean Stones, obwohl wir die nicht unbedingt brauchen, aber ja, was soll's. Was wollte ich mit dem Eisen machen? Wir behalten das Eisen mal. Denn ich bin ganz, ganz stolz, dass ich Eisen habe. Am liebsten würde ich mir erstmal einen Kompass zusammenbasteln. Aber dazu brauche ich leider noch... was brauche ich dazu noch? Redstones. Und tut mir leid, wenn ich irgendwie die ganzen Namen... Vielleicht haben sich die Namen geändert. Ja, ist auch alles auf Englisch. Ich hoffe, Redstone heißt noch immer Redstone, denn... Wie gesagt, ich habe Minecraft nie so wirklich intensiv gespielt. Ich habe mir ein Let's Play von einem gewissen Let's Player angesehen, dessen Namen ich hier nicht nennen will, dessen Name auch noch nie in diesem Let's Play gefallen ist, denn ich will hier keine Schleichwerbung machen. Ihr wisst es aber. Hund? Hundi? Knochen? Moment, ich brauche Knochen. Wo komme ich her? Wo ist mein Haus? Ich will einen Hund. Ich glaube, mit Knochen kann man Hunde zähmen. Dort. Hundi, warte. Warte hier auf mich. Bitte, lieber Hundi. Unser allererster Hund. Mein allererster Hund wird das wohl sein. Denn ich hatte noch nie einen. Und ich bin schon fast den Tränen nahe. Ihr seht es nicht, aber ich muss mir gerade eine Träne wegwischen. So, Knochen. Es geht doch mit Knochen, oder? Ich hoffe schon. Ich hoffe, das geht mit Knochen. Und... Hier sind noch ein paar Schafe, die lassen wir aber in Frieden, denn ich habe nur 3 Wolle gebraucht, um ein Bett zu craften. So, Hundi? Hundi? Bello? Bello? Ich habe feine Knochen für dich, Bello? Bello? Nee. Na, oh, die Freude hielt nur für kurze Zeit, denn der Hund ist abgehauen. Aber, nee, Moment. Ich suche noch ein bisschen, denn ich will unbedingt einen Hund haben. Ich hatte bis jetzt noch nie einen. Obwohl, im echten Leben. Nee, im echten Leben hatte ich auch noch nie einen Hund. Aber. Hundi? Bello? Schnuffi? Wo bist du? Ich will dich. Okay, was war das jetzt für ein Geräusch? Ich laufe im Kreis, merke ich gerade. Aber wo ist Bello?
Velo. Oh, Chance vertan. Gut, aber die Knochen behalten wir, denn ich will, wie gesagt, unbedingt einen Hund haben, und wenn ich dann wieder einen begegne, dann, yeah. Aha, yeah. Aha, yeah. Fühlst du den Groove? Fühl den Beat, yeah. Aha, oh yeah. Oh, fühlst du den Beat? Hä? Fühlst du den Beat? Fühlst du ihn? Oh, oh, oh. Das habt ihr nicht gesehen. La 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 la. Ich sollte nicht irgendwie ganz verwirrt in der Gegend rumlaufen, sondern vielleicht, was will ich überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen will. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall ein paar Minen, ein braunes Schaf, da ich sehr gerne verschiedenfarbige Sachen um mich herum habe, da ich kein Rassist bin, töte ich dieses braune Schaf, was man jetzt auch rassistisch auffassen könnte, einfach damit ich sowohl graue als auch weiße als auch braune Wolle habe. Und yeah, ey, die Musik, ich habe mir da wirklich ein paar sehr geile Stücke rausgesucht, yeah. Und unsere erste Emma, die uns vielleicht Leder gibt, ja, sogar zwei Stück, danke Emma. Oinki. Ignorierst du mich einfach? Moment, nochmal. Hey. Ah, stirb. Das hat er davon, dass er mich ignoriert. Ihr solltet mich übrigens auch nicht ignorieren, sonst widerfährt euch das Gleiche. Und kann es vielleicht sein, dass alle 15 Minuten der Tag vorbei ist? Weil bis jetzt war es nämlich so. Oh. Hier haben wir unseren Steine... Keller, nenne ich es mal. Ja, hier haben wir ein paar Steine abgehauen. Und hier haben wir unsere dritte Kuh getötet, geschlachtet, unserem lieben Minecraft-Gott geopfert. Aber sie hat uns halt kein Leder gegeben. Ach ja, übrigens, gebt mir doch bitte Vorschläge, was ich hier in Minecraft machen kann, beziehungsweise machen soll. Ich weiß ja natürlich, durch gewisses Let's Play, ein Let's Play, das ich mir halt angesehen habe, von einem gewissen Let's Player, dessen Namen ich in diesem Let's Play noch nie genannt habe, was man halt so machen kann. Will dem jetzt natürlich nicht alles nachmachen. Hey, das ist von Gronkh geklaut. Aber, ja, gebt mir doch bitte ein paar Vorschläge, Ideen und ein paar Steaks am besten, denn ich liebe Steaks. Hallo, Oinki. Oinki, du bist tot. Aber jetzt, ohne Quatsch, die Musik, die ist super. Yeah. Vielleicht schauen sich manche Leute nur dieses Let's Play an, weil die Musik so geil ist und nicht, weil ich irgendwelche Scheiße labere. Kohle. Also wie gesagt, ich habe irgendwie aus allen Musikrichtungen, aus Pop, Rock, Jazz, Blues, aus der Klassik natürlich und aus diversen anderen Musikrichtungen Songs rausgepickt, damit es schön abwechslungsreich ist und nicht zu monoton. Auch wenn gerade das, was ich hier tue, ziemlich monoton ist, da ich einfach wild herumlaufe und keine Ahnung habe, was ich hier mache. Aber genießt doch einfach die Musik und haltet die Fräse fest. Denn wenn ihr Schreinermeister seid und ihr hält die Fräse nicht fest, dann kann es sein, dass ihr euch wehtut bzw. eurem Lehrling Schmerzen zufügt. Denn so eine Fräse, die ist ziemlich, ziemlich gefährlich, wenn man nicht richtig damit umgeht. Hier sind ganz viele Emmas. Hallo Emma, hallo Bertha. Bertha, was hast du heute gemacht? Oh, Bertha ist tot, Emma auch. Und Gertrud, hallo Gertrud. Oh, hallo Gertrud, Gerti. Die liebe Trudi, die ist tot. Oh. Nee, aber Emma ist irgendwie der perfekte... Oh, ey, tut mir leid, wenn irgendjemand von euch Emma heißt, dann tut es mir wirklich leid, aber wenn ich Emma höre, denke ich direkt an eine Kuh. Was gibt es noch für typische Kuhnamen? Da fällt mir jetzt spontan eigentlich nichts ein.
Vielleicht merkt ihr gerade, dass ich ein bisschen Leder einsammle, damit wir uns auch ein bisschen schützen können vor den bösen, bösen Viechern, die es hier in Minecraft gibt. Und ein paar Steaks haue ich den lieben Gesellen hier auch aus den Rippen. Obwohl Steaks sind nicht von der Rippe, sondern Spare Ribs. Die macht man aus den Rippen der Schweine. So. Kühe sind übrigens in Indien sehr... Oh! Nein! Nein! Die Sonne geht unter. Ich habe ein Schaf getötet. Jetzt bitte eine Trauerminute. Moment, liebes Huhn. Wir versammeln uns hier um... Huhn, bleib stehen. Wir versammeln uns hier, um dem lieben Schaf Tommy zu gedenken. Er hat ein schönes Leben... Huhn! Er hat ein schönes Leben, aber auch ein kurzes... Huhn, bitte, es ist ein ernster Moment. Wir wollen Abschied nehmen von Tommy. Wie habe ich ihn genannt? Tommy? Peter. Unser Schaf heißt Peter. Wir möchten hier Peter gedenken, dem besten... Weißt du was? Wir möchten hier Donald gedenken, dem größten und tollsten und besten Huhn, das es gibt. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. La, la. Wir haben schon zwei enge Freunde von uns verloren. Peter, das Schaf. Und, nee, Toni. Ich nenne ihn Toni. Toni, das Schaf. Und Donald, das Hühnchen. Obwohl Donald ein Entenname ist. Vielleicht ist es auch ein Erpel, verkleidet als Hühnchen. Wer weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich Lust, irgendetwas... Ja, nee. Wir gehen schlafen. Gute Nacht und... Leute, ich hatte irgendwie einen seltsamen Traum, dass wir unseren besten Freund Toni, das Schaf, dass wir den getötet haben. Bitte sag mir, dass es nicht so ist, denn wenn es so wäre, dann wäre ich jetzt ganz, ganz traurig. Ach so, geht, okay. Gut, hier noch ein bisschen grau, hier braun, das packen wir hier hin. Schwarz fehlt uns übrigens noch. So, die Steaks, die braten wir uns jetzt zum Frühstück, denn Steaks zum Frühstück sind sehr, sehr delikat. So, rein damit, brutzel, brutzel, brutzel. Wir können uns währenddessen schon eine kleine Rüstung bauen. Wie macht man solche Rüstungen? Hier, so? Ja, sehr schön. Ne, Moment. So, machen wir erstmal eine Hose. Und ein... Reicht das noch für ein... Nee. Ach, ich dachte, das reicht noch für einen Helm. Moment, was gibt's noch? Gibt's Schuhe? Gibt es in Minecraft Schuhe? Wie sehen denn Schuhe aus? Ah, tatsächlich. Seht ihr? Ich bin wirklich ein Minecraft-Profi. So. Oh, unsere Armani-Leder-Schuhe sehen wirklich vorzüglich aus. Wieder ein Steak rein... Oh, Moment. Steak reinpacken. Die sind übrigens aus dem besten Kuhleder gemacht, das es auf dieser Welt gibt. Und unsere neuen Lederhosen sehen doch wirklich extrem sexy aus. Schaut ihr noch an. Ich bin so sexy. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Yeah, das bist du. In der Tat, oh, ich verschwende unser ganzes Feuer und brate nicht wirklich viele Steaks. Aber ist ja nicht so wichtig, wir wollen nicht geizen, sondern wir wollen mit unserem schönen Lederanzug reizen. Ha! Ich bin ein Dichtkünstler der besonderen Art. Der besonnenen und der besonderen Art und der tollen Art. Wolle! Und, ja. Das andere behalten wir erstmal. Und nein, nicht das, sondern hier, zack, zack. Das Stück gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Aber vielleicht gefällt es euch. Muss ja nicht jedem gefallen. Und nicht jeder hat meinen Geschmack und nicht jeder hat euren Geschmack. Und das solltet ihr euch vielleicht mal merken. Und nicht immer so sagen, hey, du bist voll scheiße. Obwohl, vielleicht bin ich es auch, aber ihr müsst es mir nicht direkt ins Gesicht sagen. Obwohl, ihr sagt es mir gar nicht direkt ins Gesicht, wenn ihr es als Kommentar unterpostet. Aber nein, das ist wirklich etwas erbärmlich, so Leute, die einfach so schauen, hey, du bist schlecht, bla 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 bla. Solche Leute haben wirklich einfach nichts Besseres zu tun. Das soll nicht heißen, dass ich keine Kritik abkann.
Ihr könnt mir wirklich gerne Kritik an mir Kritik ausüben. Ihr könnt mir zum Beispiel gerne sagen, hey Fokker, du bist gerade völlig planlos und verpeilt und das gefällt mir überhaupt nicht und du kennst dich nicht gut mit Minecraft aus. Das gefällt mir nicht an dir, Fokker. Das nehme ich wirklich gerne hin, akzeptiere ich auch. Könnt ihr mir dann Verbesserungsvorschläge erteilen, wenn es welche gibt. Das akzeptiere ich vollkommen, aber wenn dann jemand kommt und sagt einfach, hey, du bist voll scheiße oder so. Ja, was soll mir das genau sagen? Das sagt überhaupt nichts aus, außer dass der Typ kein Hobby hat und zu viel Freizeit. So, oh nee, ich habe schon wieder Kohle verbraten. Wir genießen ein bisschen das Feuer, lauschen der Musik, setzen uns erstmal hin, so. Jetzt stehen wir. Das habt ihr jetzt hoffentlich nicht gehört. Denn ich habe zu oft auf die Shift-Taste gedrückt und dann kam so irgendwie ein Fenster rauf und bla bla bli und bla bla blub und oh Mist, wieso sieht man die Frame-Anzeige? Hoffentlich seht ihr die nicht im Video. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Macht mir bitte Vorschläge, was ich denn hier in Minecraft so alles Schönes bauen kann, welches Texturenpack ich denn nehmen soll und so weiter und so fort. Denn die drei Parts haue ich jetzt raus und dann warte ich erstmal auf eure Vorschläge und dann mache ich erst wieder weiter mit Minecraft. Also sagt mir bitte, wie es euch bis jetzt gefallen hat, wie euch die Musikstücke gefallen haben. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche, die ihr mir vorschlagen könnt. Und ja, was wichtig ist, sie sollten natürlich lizenzfrei sein. Das heißt, man darf sie nutzen, ohne dass man irgendwie eine bestimmte Genehmigung hat. Dann könnt ihr mir gerne Musikstücke vorschlagen und sie mir schicken. Ansonsten sagt mir, welches Texturenpack, ja, Misa oder wie das heißt, HD und dies von Honeyball LP, dieses Meine Kraft, weiß ich schon, aber vielleicht habt ihr auch noch andere Vorschläge. Wenn ja, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und so weiter und so fort. Blablabla. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und sagt mir, wie euch die Musikstücke bis jetzt gefallen haben. Also, bis dann, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch. Und tüdelü.